Seidenraupen! Heute ist Freitag und es geht heute wieder um die Seidenraupen. So wie ihr seht, sind hier die jüngsten meiner Seidenraupen gerade vertreten. Diese Pappe hat zwar immer noch sehr viele dunkle Eier, aber bis dato sind noch keine neuen geschlüpft. Also vom letzten Freitag bis heute, den 3.6., sind jetzt keine neuen Seidenraupen geschlüpft. Hier siehst du, das sind die jüngsten Seidenraupen, die ich habe. Ich fahre mal die Kamera ein Stück runter, dann siehst du sie noch besser, die lieben Kleinen. So, ein bisschen ranfahren an die Guten. Kamera anklippen. Da sind sie. Na, die sind doch vom letzten Mal schon ganz gut gewachsen, würde ich behaupten. Die fressen schön, sitzen hier auf den Stielen und auf den Blättern und lassen sich es gut gehen. Feine Sache das, ne? So, um die jetzt sauber zu machen, weil darum geht es ja hier in dem Video unter anderem, ne, wie mache ich meine lieben Kleinen wieder hübsch, lege ich mir hier wieder ein Stück Küchenpapier auf den Tisch und lege jetzt die Blätter, wo die meisten Raupen dran sitzen, einfach darum, darauf. Alle anderen lasse ich weg. Das ist eins, da sitzt keiner mehr dran. Du hast gesehen, das war ja ein ziemlich großer Haufen an Blättern und die Raupen sind jetzt immer schön nach oben gekrabbelt, sodass jetzt die meisten wirklich auf den oberen Blättern sitzen. Ein paar sind hier noch auf den alten Blättern, aber das ist jetzt wirklich minimal, denn je größer sie werden, desto lieber rennen sie, krabbeln sie nach oben. So, warum fange ich heute mit den jüngsten an und nicht mit den ältesten, so wie beim letzten Mal? Um dann den Unterschied zu zeigen zwischen den einzelnen Stadien der Seidenraupenentwicklung. Na, ganz einfach, das Beste hebe ich mir für euch für den Schluss auf. Es ist so genial, echt, es ist wirklich so, so, so genial. Und ich habe ja gesagt, ich werde versuchen, das Geräusch einzufangen. Ich bin jetzt gerade dabei und nehme dieses Umsetzen mit einer Webcam auf. Falls das jetzt gleich nicht so gut zu hören sein wird, das Geknautsche von den Raupen, dann nehme ich das auch nochmal mit dem Handy auf, weil das ist definitiv zu hören. Das habe ich schon mal probeweise getestet. So, hier hat sich noch eine versteckt. Wie du siehst, brauche ich auch jetzt nicht mehr unbedingt den Zahnstocher, denn die Räubchen sind jetzt so groß, dass ich sie gut und gerne mit den Fingern ganz sachte natürlich greifen kann und umsetzen kann. So, bei den großen nachher übrigens, also bei den ältesten Raupen, bei der ältesten Generation, werde ich das dann auch machen. Ich werde mir den Spaß machen und die Raupen zählen. Natürlich läuft das Video in der Zeit dann nicht in Echtzeit, sondern ich lasse es dann einfach sehr schnell durchlaufen. Nachher für dich, ne? Ansonsten sitzt du da höchstwahrscheinlich Stunden davor. Oh, wollen wir alle nicht wirklich. So, hier ist keine mehr dran. Aber auch hier heißt es, alles nochmal gründlich durchgehen und gucken. Nicht, dass sich irgendwo doch noch welche verstecken. Gut. Das Gros an Raupen, denke ich, habe ich. Den Rest schaue ich mir nachher nochmal an, wenn wir die anderen auch alle angeguckt haben. Einverstanden? Ich denke mal, das ist in deinem Sinne. Denn wie gesagt, das Highlight kommt ja noch. Das ist echt ein Highlight, finde ich. Kannst mir ja dann in den Kommentaren da lassen, ob du das auch als ein Highlight empfunden hast, was du da zu sehen bekommst. Oder aber, ob das für dich so, naja, kann man, muss man nicht. Die Meinung darfst du natürlich gerne vertreten. Habe ich gar kein Problem mit. Keine Bauchschmerzen mit.
So, jetzt bin ich doch gleich alle Blätter hier durch. Und so wie es aussieht, habe ich wirklich alle Raupen erwischt. Hier oben in der alten Kiste scheinen keine mehr zu sein. Das ist das Tolle, ne? Wenn die dann schon so eine gewisse Größe erreicht haben, dann sehe ich die Raupen auch schon ganz toll eben auf den Blättern. Ist da noch was oder ist da nichts mehr? Da ist nichts mehr. Und dann geht natürlich das Durchsortieren auch entsprechend zügig. Hier ist nichts. Ah, die können sich jetzt auch nicht mehr ganz so toll verstecken in dem Blatt. Falten hier, ne, wo ich gerade aufgemacht habe, aber du siehst, da war jetzt auch keine. Das ist was vom Blatt gewesen. Und hier oben das letzte Blatt, dann bin ich tatsächlich alle durch. Nein, das ist keine. An manchen Stellen hängen jetzt natürlich auch die Häutungsreste der Raupen. Nee, fertig. Okay, sehr schön. Heißt, die Kiste wird jetzt freigeräumt von dem alten Zeug. Jetzt kommen die lieben kleinen Eimer an die Seite. Hier ist ihre Kiste. Steht auch ordentlich dran. Geschlüpft am 26.05. diesen Jahres. Und jetzt brauchen sie natürlich noch. Na, was brauchen wir jetzt noch? Futter, ganz genau. Damit sich die lieben Kleinen weiter schön entwickeln können, gibt es hier jetzt ordentlich Futter. Das reicht für die kleinen Süßen. Sind ja auch noch die Kleinen. Gut, jetzt kommen die an die Seite und es wird Zeit für die Mittelgroßen. Jetzt kannst du schon mal gespannt sein. Ich finde, das sieht schon mal hervorragend aus, gleich der Unterschied. Einmal alles ordentlich an die Seite. So. Und den Müll einmal weg damit. Perfekt. Okay. Jetzt wird's interessant. Jetzt kommt Generation 2. Jetzt kommen die Mittelgroßen. Tada! Hullala! Das sind ja schon mal ganz schöne Kravenzmänner geworden, richtig? Seht ihr das genauso wie ich? Das sind diejenigen, die kleinen Räubchen, die in der Zeit vom 12. bis zum 16.05. geschlüpft sind. Und auch diese brauchen jetzt natürlich eine kleine Erneuerung ihrer Grundlage. Dazu kommen die lieben Kleinen jetzt ja einmal raus aus ihrer Kiste. So, einmal hierher. Die Kiste kommt hier an die Seite. Also ich drehe das mal so und vor allen Dingen, ich stelle mal die Kamera ein bisschen weiter nach oben. Das können wir jetzt sehr gut und gerne machen. Zack. Dann hast du nämlich eine viel bessere Draufsicht auf das, was hier jetzt passiert. Ja, guck mal, dieses Gewimmel und Gerammel, ne? Ich lausch mal. Ja, also bei denen kann ich das Geräusch so jetzt nicht aufnehmen. Die knistern zwar schon ein bisschen, aber noch nicht laut genug. So, eine vernünftige Grundlage geschaffen. Und jetzt mache ich es mir wieder erstmal einfach. Ich nehme alles das, wo die meisten Raupen dranhängen. Schüttel das ein bisschen, auf dass die Exkremente natürlich runterfallen. Auf gut Deutsch, die Kacke wollen wir da drüben nicht haben. Das soll ja sauber sein. So. Damit haben sie dann auch noch mal richtig schön Zugriff auf das noch vorhandene Blattwerk. Ich muss nämlich sagen, die Raupen hier sind keine guten Fresser. Die fressen das, was sie kriegen, nicht ordentlich ab. Man könnte auch behaupten, die sind mäkelig. So.
Das macht sich hier natürlich hervorragend, ne? Die kann man so schön schon anfassen und drüber setzen. Aber jetzt guck mal. Oh, das ist so ein kleines Räubchen. Die sucht schon nach was zu fressen. Die fragt sich schon, was gibt's? So, bevor sie jetzt anfängt, mich aufzunaschen, macht sie natürlich nicht. Sie mag ja vegetarisch die Blätterchen hier. Kommt sie mal darüber und kann dort gleich wieder losmampfen. Kleinen Raupen nimmer satt. Du siehst auch hier, ne, auf der Seite, die ganzen schwarzen Punkte, die hier sind, das ist alles so ihre. Genau, die ist das. Aber noch ist die Haut der Raupen so fest, dass sie sich daran nicht verletzen. Das kommt dann im letzten Stadium, kurz vor dem Verpuppen, kriegen sie eine Alabasterhaut. Die wird durchscheinend und halt ist dann sehr, sehr, sehr dünn. Und dann kann es halt passieren, dass die Raupen sich an ihren Hinterlassenschaften selbst verletzen. Und das will ich natürlich nicht. So. Ich lege das jetzt auch extra alles ein bisschen breiter, weil die brauchen natürlich auch immer mehr Platz für sich, jede einzelne Raupe, weil sie sind ja auch entsprechend groß geworden. Ja, guck mal, wie die hier schön an den Zweigen sitzen. Die kleine Raupe nimmersatt. Und wie wir sehen, sind hier jetzt auch wieder zwei verschiedene Sorten. Ja, hier haben wir einmal eine Sorte, die ist halt geringelt und die andere Sorte ist einfach nur grau. Diese hier, ne? Die dagegen hat Ringel. Die ist schwarz-weiß gestrickt. Ja, wenn man dieses Gewusel hier so sieht, ist das schon echt eine wahre Pracht. Und jetzt stellt euch die mal in freier Wildbahn vor. Ja? So ein Gelege von einem Pärchen, ich habe sie echt noch nicht gezählt, wie viele Eier ein Pärchen legen kann, ein Raupenpaar legen kann, oder besser gesagt, ein Weibchen legen kann, aber das sind mehrere Hunderte, was da gelegt wird. Und wenn die alle schlüpfen auf einem Baum, ulala, der arme Baum. Da bleibt dann nicht mehr viel von übrig. So, hops, komm mal, meine Süße. Wir ziehen um. Ja, hier zum Beispiel auf diesem Blatt sieht man das hier ganz gut auf der Kamera. Hier das hier. Das ist so eine abgestreifte Haut von der kleinen Raupe. Weil die häuten sich ja mehrfach. Hier auch wieder eine kleine Süße. Ah, die scheint noch nicht so lange raus zu sein aus ihrer Haut. Die klebt noch an ihr dran. Mal hier, meine Süße. Zack. Und hier sind noch ein paar. Naja, auch hier heißt es natürlich wieder schauen, dass ich keine übersehe. Hier sitzt noch eine direkt auf dem Krepppapier. So, jetzt ist erstmal hier drüben keine so wirklich mehr zu sehen. Ja, für mich ist jetzt hier keine ersichtlich, aber sicher ist sicher. Ich gehe den ganzen Haufen natürlich hier auch noch mal kurz durch. Es bleibt ja auch noch einen Moment hier liegen, bis ich dann auch mit den anderen Raupen, die ja gleich noch kommen, fertig bin. Sodass sich eventuelle hier sich versteckende Raupen, das sieht gerade nicht so aus, noch zum Vorschein kommen können. Ach, hier siehst du auch, ne? Die sind ganz schöne Verschwender, die haben gar nicht alles aufgefressen. So, ne? Es sind lauter
Häutungsreste der Seidenraupen, aber jetzt keine Seidenraupe an sich mehr. Und guck mal hier, der ganze Dreck, den die hier hinterlassen. Boah. Darf ich nachher erstmal richtig schön lüften. So, okay. Gut. Da ist jetzt nichts weiter drin. Kommen wir zum angenehmen Teil der ganzen Geschichte hier, nämlich dem Füttern. Dann kommt erstmal das hier an die Seite. So, und ich nehme mir dann hier so ein Zweiglein. Und die kriegen jetzt auch immer so eine, ja, neu ausgetriebenen Zweige mit den Blättern dran, damit sie was zum Hochkrabbeln haben, damit sie nicht nur flach auf der Unterlage rumrennen, sondern dass sie auch ein bisschen klettern dürfen. Damit halten sie sich selber auch sauberer, als wenn ich jetzt die Blätter direkt drauf lege, also ohne die kleinen Stiele. Dadurch gewinnen sie doch ein bisschen Abstand zu ihren Exkrementen und haben dann ja, mehr Platz. So, jetzt dürfen die lieben Kleinen hier loslegen und so richtig, richtig, richtig es sich gut gehen lassen. Wieder alles einmal wegwischen hier. Große Ranien kommt nachher. Haha, jetzt, mein Lieben, jetzt. Jetzt mal meine Frage, seid ihr schon gespannt, was jetzt kommt? Macht mal Aha. Ach, ich finde das toll, euch das zeigen zu können, was jetzt gleich abgeht. Ich finde es genial. So, die lieben Kleinen haben heute früh 3, 4 von diesen Zweigen bekommen, die ihr gerade gesehen habt, was ich den Vorgängern gefüttert habe. Jetzt kommen wir zu den Raupen, die im Zeitraum 8.5. bis 11.5. geschlüpft sind und tada! Ja, die sehen ja schon ein ganz kleines bisschen ganz was von anders aus, oder? Ja, mal als kleinen Vergleich, hier krabbelt gerade eine rum, ich maus die mal. Das ist eine Raupe von denen, die ich gerade gesäubert habe, mal im Vergleich zu einer Raupe, die ja nur ein paar Tage später geschlüpft ist. Ist schon heftig, oder? Ja, die sind ungefähr ja 3 bis 4 Tage älter, die hier, als diese hier. Ist schon echt der Hammer. Gut. Die sucht ihr Futter, wie hier bei mir auf der Hand ist. Jetzt werde ich sie mal wieder rübersetzen, dass sie ordentlich futtern und wachsen kann. Ja, du siehst, auch die Box, die ich hier habe, wird langsam etwas klein für die Süßen. Deswegen habe ich beschlossen, die kriegen jetzt eine neue Box. Na gut, dass ich solche Fleischerboxen, wie heißen die hier bei uns? Vielleicht heißen sie bei euch auch anders. Habe und da ziehen die jetzt um. Wumms. Das wird ihr neues Zuhause. Eine solche große Kiste. Natürlich bekommt diese große Kiste wieder eine Auslage oder eine Auspolsterung mit dem Krepppapier, mit dem Küchenkrepp. So. Damit sie eine ordentliche Grundlage haben. So. Nummer 1 erledigt. So, meine Lieben. Ich werde jetzt auch nichts weiter sagen. Ich werde diese Raupen jetzt umsetzen. Jede einzeln. Und die Tatsache zählen. Nicht nur für euch, sondern auch für mich. Ich will jetzt unbedingt wissen, wie viele Raupen hier in diesem... Ich schwenke mal kurz ein bisschen. In diesem Haufen sitzen.
Ja? Ich will wissen, wie viele Raupen da sind. Deswegen werde ich die jetzt zählen, beim hier rüber sitzen. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja mitzählen. Ich werde es aber nachher nach dem Dreh, wenn es fertig ist, auf schnell stellen. Heißt, du musst ein bisschen schneller zählen. So, genug gesammelt. Auf geht's. Wir hören uns gleich im Anschluss mit dem Ergebnis, wie viele Raupen hier in dieser Kiste gerade wohnen. Tada! 100 Raupen. 100. Da sind noch eine Menge drin. Weiter geht's. So, damit sind wir bei 200 Raupen angekommen.
fertig. Das hier, dieser Haufen, sind sage und schreibe 241 Seidenraupen. Bedeutet, das gibt dann 241 Kokons. Wenn alle überleben, meistens gehen noch ein paar zwischendurch ein. 241, die ganze Sache dann mal 5, das sind dann die Kilometer, die an Seide rauskommen können im optimalsten Fall. Wobei da auch immer noch mal mit zu rechnen ist, dass halt am Anfang des Abspulens wie auch am Ende des Abspulens des Kokons nicht ganz alles verwertet werden kann und dementsprechend sich die Lauflänge natürlich reduziert. Das ist dann allerdings auch nur die Lauflänge von einem einzelnen Faden. Um aber mit der Seide etwas anfangen zu können, müssen mehrere Seidenfäden zusammengezwirnt werden, weil ansonsten ist es halt ein Hauch eines Fadens, ähnlich eines Spinnfadens, also des Fadens, den eine Spinne produziert. Und damit lässt sich natürlich nicht allzu viel anfangen. Ist zwar relativ reißfest, so gesehen von dem, was so ein Faden aushält, aber für die Ansprüche, die wir an so etwas stellen, reicht das natürlich nicht aus, um sich damit jetzt, weiß ich, Küssenbezüge zu machen, irgendwas damit herzustellen. Da reicht natürlich die Haltbarkeit eines Fadens nicht aus. Also werden dann entsprechend viele Fäden zusammengenommen. Das ist auch die Angabe, wenn ihr euch zum Beispiel Seidenkissen oder Seidentücher oder sowas kauft, da gibt es immer eine bestimmte Angabe. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, wie sich das nennt, aber da gibt es verschiedene Stärkenangaben und das sagt etwas darüber aus, wie dünn oder wie dick der Faden halt ist. Also wie viele einzelne Seidenfäden im Endeffekt benötigt worden sind, um diese Fadenstärke, die wir dann sehen können, eines einzelnen verwebten Fadens herstellen zu können. Gut, so viel dazu. Jetzt kommen wir natürlich zur Raubtierfütterung. Ihr hattet ja gesehen, auf diesen Raupen lag jetzt ein ziemliches Gewirr von Ästen. Auch das werde ich hier jetzt wieder so handhaben, damit die schön hochkrabbeln an den Ästen. Und somit weg von ihren Hinterlassenschaften. Ja, weil wie gesagt, wir wollen ja nicht, ich will ja nicht, dass die sich verletzen und deswegen eingehen. So, jetzt werde ich die ja wieder richtig schön erstmal so eine kleine Blätterbündel hier drauflegen. Und oben drüber gibt es dann nochmal zusammengefaltete Äste, damit sie was zum Klettern haben, wie gesagt, und nicht so in ihrem eigenen Schmutz rumkrauchen. So, jetzt sind sie alle erstmal weg. Aber ich kann euch eins sagen, das dauert nicht lange. Sitzen die alle wieder oben. Deswegen werde ich die jetzt hier auch mit Futter zuschütten. So, dass sie dann wirklich eben einiges zum Vertilgen erst einmal haben. Dann gibt es heute Abend die restlichen Zweige, die ich hier schon zu liegen habe. Dann nochmal oben drüber, damit das dann bis morgen früh auch ausreicht. Und meine Kleinen hier ordentlich fressen können, damit sie sich schön weiterentwickeln. Ah, hier, guck mal, hier die eine. Suchst du dein Blättchen? Guck mal, hier ist was. So viel zum heutigen Video rund um die Seidenraupen. Du hast gesehen, diese verschiedenen Stadien. Hier kommen sie schon wieder rausgekrabbelt, ne? Die fangen jetzt gleich an zu schnupsen. Das hört sich dann wieder genial an. Wie gesagt, ich werde auch versuchen, das mal tontechnisch einzufangen. Diese Tonaufnahmen wirst du dann bei mir auf dem Instagram-Profil bzw. auf meiner Facebook-Seite jeweils unter Kunst und Köppeln finden. Da kannst du dann die Raupen auch mal naschen hören. Ja, das hört sich echt genial an. Also ich finde das echt grandios.
So, zum Schluss noch mal ein kleiner Blick auf alle Räubchen. Ja, die hast du hier noch mal so einen kleinen Vergleich, soweit man sie jetzt unter den ganzen Blättern schon sehen kann. Und die ganz kleinen, naja, die sind noch gar nicht durch das Blättergewirr. Ach doch, hier sind schon ein paar oben drauf. Hier sind schon einige. Die sind schon einige bis ganz nach oben rauf geklettert. Da sitzen sie schon. Ja, da sitzen sie schon. Jetzt sind sie auch gefräßiger geworden. Okay. Also hier auch vom 26.05. sind jetzt gefräßiger und wollen natürlich mampfen. Oh, bevor ich jetzt abschalte, also das zeige ich euch jetzt doch noch. Das ist jetzt wirklich ein super, super, super schönes Bild. Guck mal, mal sehen, ob das jetzt wirklich gut auch zu sehen ist. Ich hoffe es. Mal gucken, wo ist sie jetzt? Hier. Hier, bei der Raupe. Jetzt hört sie auf. Ach, die ist gemein. Ja, oder auch bei der hier sieht man hervorragend, wie die frisst. Bei der hier auch. Ich schiebe es mal noch ein Stück dichter. Ich hoffe, dass die Kamera das scharf zieht. So, jetzt ist aber genug. Jetzt haben wir alle Raupen einmal gesehen. Die sind jetzt fleißig am Fressen. Auch die hier drüben, die ich ja jetzt erst die erste Zeit nach dem Umsetzen ohne Futter gelassen habe, die freuen sich, dass ich jetzt wieder durchknabbern können. Nächste Live zu den Seidenraupen, beziehungsweise das nächste Video zu den Seidenraupen gibt's dann. Ja, ihr dürft dreimal raten. Ja, wann? Ja, natürlich. Nächste Woche Freitag, falls ihr vorher ein Update wünscht, lasst es mich bitte in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video und dieses Reinschauen bei den Raupen gefällt, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Freue ich mich drüber und wir sehen uns dann zum nächsten Live, wie gesagt, am nächsten Freitag. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Für alle, die gerne mich und Kunst und Klöppeln, was ich mache, die Häkel-Strickhilfe, das Klöppeln, das Spinnen, mal live und in Farbe erleben wollen, diesen Sonntag am 5.6. in der Zeit von 11 bis 18.30 Uhr findet in Dresden auf der Galopprennbahn ein Kreativmarkt statt. Da bin ich vor Ort. Nee, die Raupen nehme ich nicht mit, die bleiben hübsch zu Hause. Aber ich bin vor Ort für all diejenigen, die gerne mal die Häkel-Strickhilfe in Augenschein nehmen möchten, live und in Farbe. Die sich das Töppeln mal anschauen möchten, live und in Farbe, vielleicht auch selber mal ausprobieren wollen. Die sich vielleicht auch die goldene Gans und das dahinter steckende einfachste Geldmanagementsystem der Welt einmal anschauen möchten. Genau für die bin ich dort vor Ort. Spinnen könnt ihr natürlich auch, genau so wie ihr das möchtet, mit und ohne Faden. Ich finde beide Varianten hervorragend. Bis dahin, eine wunderschöne Zeit. Wir sehen und wir hören uns. Eure Simone.